Hallo, Ritter des Steins und willkommen zur nächsten Mauerfolge. Letzte Woche haben wir es ja schon geschafft, digital das abzuschließen, die Mauer. Heute ist natürlich auch der reale Bau, wie ihr sehen könnt. Ich habe schon alles vorbereitet. Mauer, Mauer, Turm, Wehrgang mit Dach, Wehrgang mit Dach. Also es ist alles bereit, alles liegt da. Muss also alles nur noch hier oben drauf gesetzt werden. Und ich kann euch natürlich jetzt auch alles hier erstmal nochmal so ein bisschen zeigen. Auch hier natürlich wieder. Das sind die typischen Wehrgänge, halt eben auch mit diesem schmaleren Gitter, wie ich es bisher ja immer gebaut habe. Es ist im Prinzip einfach Massenware, wie ich es jetzt halt in meiner Burg habe, mit den Wehrgängen, auch mit der Mauer oder sonst was. Es ist ja alles wie gehabt, auch mit dem Turm natürlich, den ich jetzt natürlich erst nochmal auch ja mit dem Stein gemacht habe, eben um halt dieses Gesamtbild zu haben. Irgendwann demnächst, hoffe ich mal, werde ich dann anfangen, die mal auszutauschen. Alle drei Türme dünn, dünn, dünn durch einen Holzaufbau zu ersetzen. Und dann schauen wir uns das Final an, wie wir das machen wollen. Aber jetzt setze ich als erstes mal die beiden Mauern hier drauf. Also erstmal nur die Mauern und dann den Wehrgang. Und schauen mal, wie das dann wirkt. Der erste Schritt ist getan. Es ist natürlich auch wieder ein bisschen schwierig, weil auch diese ganzen Schrägen, die habe ich ja wirklich nur draufgesetzt. Die sind nicht fixiert mit Noppen. Das heißt, die werden nur draufgestellt. Das heißt, da ist immer ein bisschen Spiel. Muss man natürlich gucken, ob das dann wirklich genau passt. In dem Fall passt es jetzt aus der Perspektive schon. Sehe aber halt auch gerade, wenn ich halt näher dran gehe, gucken, ob ich das jetzt hier hinkriege. Da sind die Übergänge natürlich alle noch nicht so schön, aber hier habe ich mir eh überlegt, ich habe da extra überall ein paar Noppen freigelassen. Die sind ja dann vorgesehen, um irgendwelche Pflanzungen oder sowas noch hinzumachen. Hier muss ich auch nochmal in meine Digitalplanung reinschauen. Das habe ich nämlich garantiert nicht so geplant. Ich weiß nicht, ob vielleicht diese ganze Mauer irgendwie noch weiter vor muss. Das dann auch noch, aber das muss ich dann alles nochmal ein bisschen überprüfen. Aber es wird sicher dann auch zeigen, wenn ich real weiterbaue, wenn jetzt nämlich die Dächer draufkommen, weil das sind ja das Maßgebliche. Da müssen ja dann die Übergänge auch wieder passen. Aber ansonsten haben wir jetzt diesen Mauerkranz fürs Erste hier eigentlich fertig. Würde sagen, Dach drauf und dann noch von der anderen Seite anschauen. Und weiter geht's. Das mit dem Dach war es doch ein bisschen mehr Gefriemel, wie ja zu erwarten war. Aber es passt. Es ist jetzt auch drauf und wir haben jetzt eine teilweise überdachte Burg, einen teilweise überdachten Wehrgang. Das macht schon mal einen großen Unterschied. Ach, Bauarbeiter, seid leise. Also, dass dieses Eck jetzt auch fertig ist. Und jetzt fehlt ja nur noch dieses Zwischenstück hier mit Stall und Dach und sonst was. Aber es geht voran. Also, auch wenn ich nochmal weiter zurückgehe, das wächst. Das wird immer größer. Aber. So, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich finde es einfach toll. Ich gehe jetzt auch gerade nochmal auf die andere Seite. Dann können wir uns das nämlich auch nochmal ein bisschen anschauen. Ist der Innenhof. Hier habe ich natürlich auch wieder diesen dämlichen Spalt. Sowas nervt mich natürlich. Aber keine Ahnung. Zur Not setze ich eine Pflanze hin. Pflanze geht ja immer. Und daher. Einfach so eine kleine Rangpflanze. Tausche mal da ein paar Noppen aus, mache irgendwie ein paar Brackets oder Brick Modifieds rein, setze da irgendwelche Limbs oder von diesen Stängeln und sonst was rein. Naja, das kriege ich schon irgendwie zu. Dann sieht das auch schöner aus. Weil diese Spalten, ist halt echt. Kann man einfach fast nicht vermeiden, gerade weil natürlich, dass hier alles immer so unter Spannung steht, beziehungsweise sich halt auch einfach verzerrt. Digital passt natürlich wunderbar, aber da gibt es halt eher eben diese Spannung ja nicht. Von daher muss ich halt damit leben, aber auch so auf diese Innenhofperspektive. Ich gucke mal, ob ich das hier irgendwie so ein bisschen einfangen kann, wenn man es quasi hier drin sich in der Burg befindet. Schon nicht schlecht, würde ich sagen. Wenn das alles noch dekoriert ist, wenn da dann überall noch Figuren in den Wehrgängen und sonst was stehen. Also ich kann mir das echt gut vorstellen. So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen nach vorne. Machen wir vielleicht mal diese Perspektive hier noch mal. Im Prinzip ist ja das hier noch so ein bisschen rüber. Ja, immer die Perspektive, die ich auf meinem Rekonstruktionsplan habe.
Und ich finde, das trifft es doch eigentlich ganz gut. Oder was meint ihr? Jedenfalls müssen wir jetzt gucken, wie wir weitermachen. Bleibt ja eigentlich nur noch dann diese Stelle hier mit dem Stall, dem Dach. Und ja, wahrscheinlich wird es auch noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und wahrscheinlich das auch Stockwerk für Stockwerk dann machen, weil es doch wahrscheinlich doch ein bisschen mehr und komplizierter wird. Aber das sehen wir ja. Ich möchte ja auch mal ein bisschen was anderes noch reinbauen. Bleibt gespannt. Also, ich würde sagen, gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins. Bis zum nächsten Mal.